Ja, einmal komplexe Zahl auf Polarform gebracht, sowohl in der trigonometrischen Darstellung als auch in der exponentiellen Darstellung. Mathe-Vokabel erkannt, Gefahr gebannt. Es kommt in die Playlist rund um komplexe Zahlen, falls ihr da nochmal zusätzliche Übungen braucht. Wichtig ist, und ich bleibe immer dabei bei der Visualisierung, dann müsst ihr die Formel auch nicht auswendig lernen. Ihr habt den Realteil und den Imaginärteil, A und B, gausche Zahlenebene, ja, dort eben jetzt, ne, ihr seid nicht mehr, ne, reelle Zahlen, wir haben eine Zahlengerade, sondern jetzt ja eine Ebene. Wir können uns ein rechtwinkliges Dreieck erbasteln. Wir haben hier A, wir haben hier B. Was haben wir hier? Das wäre Betrag Z, ne? Hintergrund jetzt, Satz des Pythagoras, rechtwinkliges Dreieck. A Quadrat plus B Quadrat gleich Z Quadrat. Und somit kommt ihr auf die Länge von Z, wäre gleich Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat. Und das wäre gleich entsprechend der Radius, denn wir gehen ja von dem Zahlenpaar AB über in R-Radius und Phi den Winkel. Wo hockt der Winkel? Und schon ist man, hier ist der Winkel Phi, ist man bei den nächsten Vokabeln. Trigonometrie, rechtwinkliges Dreieck, Sinus, Cosinus, Tangens. Wenn man jetzt für Phi den Cosinus auspackt, Cosinus von Phi, was wäre das? Cosinus ist gleich Ankathete geteilt durch Hypotenuse, also A durch Betrag Z. Das Ganze umgestellt hätten wir A ist gleich Cosinus von Phi mal Betrag Z. Dann haben wir den Zusammenhang Sinus von Phi. Sinus von Phi wäre Gegenkathete geteilt durch Hypotenuse, also gleich B durch Betrag Z. Das Ganze dann nach B umgestellt hätten wir Sinus von Phi mal Betrag Z. Dann wissen wir noch, dass Betrag Z gleich R ist. Und schon könnt ihr euch eigentlich das Paket schnappen. Z ist gleich für A entsprechend Cosinus von Phi mal R plus für B, und ich schreibe zuerst jetzt I mal und dann Sinus von Phi mal R. Der Stelle könnt ihr noch R ausklammern und kommt auf Cosinus von Phi plus I mal Sinus von Phi, aber auch mit dem Hintergrund, warum Cosinus und Sinus da steht, durch die Zusammenhänge, warum Z Quadrat Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat ist, warum das R ist, ja. Und jetzt haben wir als letztes noch Z gleich, das wäre, ne, die trigonometrische Darstellung. Jetzt noch die exponentielle Darstellung wäre R mal E, ne, Basis hier das Verständnis rund um die besondere Zahl von Euler, die eulersche Zahl E hoch I mal Phi. Und als letztes vielleicht noch, dass man das dann mitnimmt, der Zusammenhang Tangens von Phi ist gleich Tangens vom Winkel gegen Kathete durch Ankathete, also B durch A. Dazu mache ich noch ein spezielles Video. Was ist, wenn jetzt die komplexe Zahl nicht im ersten Quadranten liegt, sondern im zweiten, dritten und vierten zu berechnen des Winkels, wo man aufpassen muss. Ansonsten Mathe-Vokabel erkannt, Gefahr gebannt. Mit der Visualisierung könnt ihr es euch auch immer selber erbasteln und solltet easy durchkommen.